Da bin ich wieder. Ja, spät, sehr spät. 10 Uhr. Hab schon ein paar Instagram-Fotos gemacht. Von wegen Lego bauen und so. Die ganze Familie ist sehr müde. Meine Frau ist bereits in der Arbeit. Wir sind tendenziell sehr erschöpft. Ich zeige euch mal, was da jetzt mal so rumsteht. Da stehen so ein paar Racers herum und dort stehen ein paar Racers herum und da ist noch ein großes Racetrack, das steht herum. Und da drüben liegt noch der Unterteil vom Liebherr und da drüben liegt der Oberteil vom Liebherr. Und es gibt, die Kinder machen Geräusche, so läppert sich's dahin. Der Hund hat noch nichts gefrühstückt, ich auch nicht. Ich bin allerdings mehr als ausreichend gewichtig nach dem letzten gestrigen Tag. Wow, habe ich gestern gegessen. Und ich habe schon den Eindruck, dass ich das jetzt weitermachen werde. Ha, juhu. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass viel Produktives passiert. Ich möchte heute auf jeden Fall Lego-Videos machen. Das ist der große Plan. Und zwar beginnend mit Flippersteins-Geschichten. Denn da steht ja noch das gelbe Zeug am Tisch. Nur habe ich keine Ahnung, was ich erzählen soll. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich erzählen könnte. Aber ich werde die nicht rechtzeitig von euch hören. Naja, da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich noch ein paar normale Lego-Videos machen. Da muss ich noch überlegen, was ich mitnehme, welche Sprüche ich sage und so weiter und so fort. Also genug zu tun. Ich bin der alte Knackerschmatz aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Neulenkbach. Flock. Flock. Flug. 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 Neulenkbach. Flug. Ah! Ein YouTube-Tag, von dem ihr nichts mitkriegt. Ha! Ich bin oberkörperentblößt, weil ich gerade im Kindergarten im Saal Klassik war, ziemlich lange, im Scheinwerferlicht und es war nicht sehr kühl, sage ich mal. Im Hintergrund hört ihr den 8-Bit-Guy, der wunderbare Musik macht und im Vordergrund seht ihr Mata Paneer, das wir jetzt noch essen. Meine Frau hat ja Dienst, die hat sich eine Portion mitgenommen. Wir werden da jetzt schlingen und danach werden wir noch irgendwas tun, sofern sich die Kinder nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, denn da ist leichte Aggression in der Luft. Shhh, Gewitter kommt, Gewitter. Der Hund macht das, was ich gern tun würde. Er liegt und bewegt sich nicht. Gerade noch mit Mühe und Not, dass er atmet. Hund müsste man sein. Ach, jetzt hat er die Augen bewegt. Das ist ein Erfolg. Die Corona-Zahlen und Fakten für den 14.08.2021. Wir haben 997 laborbestätigte Fälle. 957 waren das dann gestern. Ein Verstorbener, 426 Genesene. 7-Tage-Inzidenz ist bei 59,8. 663.412 laborbestätigte Fälle. 11.059 aktive Fälle, 158 im Spital ohne Intensiv, 49 auf der Intensiv, 70.836.953 durchgeführte Testungen, 10.577 Verstorbene und 641.796 Genesene. Was soll ich euch noch erzählen? Ich mache jetzt einen Exklusiveinblick. Etwas, was ihr im Kindergarten-Update erst in Wochen seht. Apropos, heute ist ein Kindergarten-Update auf online gegangen. Unbedingt anschauen. Wir machen das auch gerade. Das Kindergarten-Update 28 ist online gegangen. Ja, das ist gut. Wir machen gerade das 29. Und im 30. vielleicht auch nicht. Seht ihr dann den Kollegen? Das ist einer aus meiner My-Hobby-Serie. So ein alter Knacker. Der passt gut zum alten Knacker, der alte Knacker. Und die Racerbahn liegt auch noch draußen und ist noch nicht gemacht. Das ist überhaupt eine Katastrophe von uns überhaupt. Und wir haben 2 Lego-Steine gefunden. Und zwar noch welche mit dem alten Lego-Schriftzug drauf. Die sind wahrscheinlich schon 2 Cent wert oder so. Ich weiß gar nicht, ob die einzeln gelistet sind auf Bricklink. Das müsste man mal rausfinden. Die sind noch aus dieser Zellulose-Geschichte. Ja, der Bauch wächst. Ich habe gegessen. Die Waage sagt zu mir nur low. Mehr sagt sie nicht mehr. Allerdings sagt sie das auch zur Frau. Also habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen diesbezüglich. Ich habe aber ein schlechtes Gewissen bezüglich dem Brot. Denn das Brot, beziehungsweise respektive der Teig, der irgendwann mal Brot werden soll, der ist da in der Küchenmaschine. Schauen wir mal, ob der irgendwas gemacht hat. Nicht viel hat er gemacht. Den
den werden wir noch ein bisschen kneten lassen und ein bisschen später werden wir ihn dann behandeln, den Teig. Die Kinder haben fleißig gegessen, der Hund meint, nein, den Kohlrabi esse ich nicht, den Kohlrabi esse ich nicht, sagt der Hund. Und er hat völlig recht, warum sollte der Hund Kohlrabi essen? Der kann ja Karotten haben! Ha! Ist das wieder lustig. Ja, es haben schon einige Leute angerufen, dass sie im Kindergarten vorbeischauen werden morgen, und zwar schon 3 verschiedene. Das heißt, wir werden morgen schauen, dass wir um 9 wirklich offen haben. Da werden wir die Kinder mit den Staubwedeln durchs Kindergram jagen, in der Hoffnung, dass sie abstauben. Das sind so die großen Pläne, die ich habe, die nächsten Stunden. Und am Montag gibt es dann wieder spezial viel Arbeit für uns alle. Und ja, sonst auch einiges zu tun. Ich habe heute 5 Speicherkarten gefüllt und auch will haben jemanden gefragt, ob er mir seine XF300 billig verkauft. Denn ich möchte noch eine dritte. Normalerweise filmst du ja 3 Perspektiven, zum Beispiel beim Konzert, da ist gut, wenn du der dritte hast. Und ich habe auch immer wieder die Situation, dass ich von oben ein Bild bräuchte auf meinen Lego-YouTube-Videos. Und mit einer dritten könnt ihr einfach von oben nur eine Kamera hinstellen und dann hättet ihr 3 Perspektiven. Wäre doch viel bequemer. Das sind so die Überlegungen im Moment. So im Kopf vom alten Mann. Die Frage ist, wer bezahlt's? Wer bezahlt's? Wenzel, bezahlst du's? Nein, sagt er, das ist ein unsympathischer Kerl. Ja, so ist das. Wir machen heute ein Kurzvideo, ich bin schon ziemlich erschöpft und ich möchte früh ins Bett, wie meine Kinderchen auch, wie ich die da, wenn ich die so anschaue, wie die da liegen, wie Kartoffelsäcke. Nein, hier sind keine Kartoffelsäcke. Ja, die Kartoffelsäcke schauen ein bisschen freundlicher. Aber... Also in diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier auf diesem kurzen YouTube-Kanal. We'll be right back.